Haben Sie den Klassen, die dieses Jahr einen Abschluss machen, irgendetwas zu sagen? Ja, natürlich. Also liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 10 und 13, für eure Abschlussprüfungen wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg und natürlich auch ein bisschen Glück. Ihr habt euch super vorbereitet. Ihr könnt wahrscheinlich mit stolzer Brust und frohem Mut in die Prüfung gehen. Und ich wünsche euch, dass ihr genau das erzielt, was ihr euch vorgenommen habt. Und drücke euch ganz fest die Daumen. Auf jeden Fall. Also ich bin ja selbst Lehrer im Jahrgang 9 im Moment und im Jahrgang 10 und kriege da einiges mit. Viele sind schon aufgeregt und haben Respekt vor den Prüfungen, aber ich kann euch beruhigen, ihr seid gute Jahrgänge und dieses Jahr werden die Hauptschulprüfungen und die Realschulabschlussprüfungen auf jeden Fall gerockt. Und natürlich auch den Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich alles Gute und toi toi toi. Wir hier unten im Studio drücken euch die Daumen. Haben Sie in den Klassen, die dieses Jahr einen Abschluss machen, irgendetwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Na klar, alles Gute, viel Erfolg und ihr schafft das. Ja, liebe Prüflinge, ich wünsche euch viel Erfolg. Ja? Tut was dafür, lernt, dann seid ihr auch erfolgreich. Egal ob Hauptschulabschluss 9, Realschulabschluss 10 oder Abiturienten, Abiturientinnen. Ihr schafft das, vor allem meinen Abiturientinnen des Jahrgangs 13, die dieses Jahr Abschluss machen. Euch wünsche ich besonders viel Glück und Erfolg, weil ich auch in diesem Jahrgang Tutor bin und dementsprechend liegen mir die natürlich noch mehr am Herzen als alle anderen Schülerinnen und Schüler. Also, ihr schafft das. Natürlich, ich wünsche allen viel Erfolg. Ihr schafft das, ihr seid super vorbereitet. Und die Lösungen für die Aufgaben findet ihr unter www. Ihr Lieben, wir drücken alle Daumen aus dem Sekretariat und wünschen euch toi, 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 toi. Ihr schafft das. Ja, und liebe Neuner, liebe Zehner und liebe Dreizehner, macht euch keine Sorgen. Es haben schon ganz andere geschafft. Jedes Jahr nehmen ganz viele Leute an den Prüfungen teil. Und die schaffen das alles und ihr schafft das auch. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Toi, toi, toi. Ja, ich wünsche allen Prüflingen der GCLS, ob Hauptschüler, Realschüler oder Abiturienten, alles Gute für ihre Prüfung und alles Gute für die Zukunft. Ja, also wir wünschen allen Prüflingen aus den Jahrgängen 9, 10 und den 13ern natürlich viel, viel Erfolg bei ihren Prüfungen. Vor allen Dingen unseren Neunklässlern natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei den Hauptschulprüfungen. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, wissen, dass ihr es schaffen könnt. Ja, wir glauben und denken an euch. Viel Erfolg! Klar, alles Gute für die Prüfungen, viel gute Nerven, viel Energie und viel Erfolg. Und für die Zeit hinterher viel Spaß beim Feiern und alles Gute für die Zukunft natürlich. Für alle, für die Neuner, Zehner und Dreizehner natürlich. Liebe Abschlussklassen, liebe Abiturienten, auch alle Zwölfer, die nach der Zwölfer abgehen, ich wünsche euch für eure Abschlüsse viel Erfolg und einen guten Prüfungsverlauf. Alles Gute für die Prüfungen und viel Spaß für die Zeit danach. Ja, auf alle Fälle viel Glück für eure Prüfungen und haut rein, Leute. Na? Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für diese Prüfungskampagne. Wir drücken euch ganz fest die Daumen und wenn ihr dann fertig seid, dann feiern wir mal eine Runde. Viel Erfolg! Na klar, wir wünschen natürlich allen Neunern, dass sie einen tollen Hauptschulabschluss hinkriegen. Und sie sind gut vorbereitet, heißt es hier immer angeblich. Und wir wünschen den Zehnern einen tollen Realschulabschluss. Und sie sind einfach, es muss einfach klappen, es wird klappen. Ihr müsst aber auch was tun, wisst ihr, oder? Alles Gute! Ja, nicht angeblich, Frau Schulte, die sind prima vorbereitet. Und den letzten Schliff kriegen sie in den Osterferien. Im Lerncamp. Und ich wünsche insbesondere meinem Prüfling Noah M. für seine Realschulpräsentationsprüfung alles, alles Gute. Aber Noah, es wird schwierig. Wir werden dich ein bisschen kochen, das weißt du, ne? Ich wünsche allen Klassen und allen Schülerinnen und Schülern, die jetzt ihren Abschluss machen werden, dieses Jahr alles, alles Gute, viel Erfolg und dass das, was sie sich vorgenommen hat, klappt. Ja, wir wünschen euch alles Gute für die Prüfung. Natürlich haben wir den Schülern was zu sagen. Ihr seht, ich habe hier meinen Rührlöffel in der Hand und von Herzen wünsche ich euch ganz viel Glück. Ansonsten gibt's Backe, Backe auf dem Poppes, gell? Jungs, Mädels, ihr schafft es, ich bin davon überzeugt. Ich bin stolz auf euch und ich freue mich auf euer Abschlussfest. Alles Liebe. Ich wünsche euch natürlich auch alles, alles Gute für eure Prüfung. Das werdet ihr auf jeden Fall schaffen, das wissen wir. Und danach wird dann ordentlich gefeiert. Richtig. Hi Leute, wir kochen gerade. Wir wollten euch ganz viel Glück bei euren Abschlussprüfungen wünschen. Alles Gute. Alles Gute. Ja, hallo liebe Abschlussklassen. Ich hoffe, dass ihr viel Glück in den Prüfungen habt. Dass ihr alles schon könnt, weiß ich.
Ich habe euch ja zum Teil im Unterricht gehabt, also das wird gut laufen. Gebt Gas, gebt euch Mühe und lasst es krachen. Die ganzen Fünfer wollen euch auch noch viel Glück bei den Prüfungen wünschen, so wie ich. Wollt ihr noch was sagen? Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr den Abschluss schafft. Wir wünschen euch auch ganz viel Glück. Ja, wir beide zusammen und die ganze Klasse auch. Genau, also bei so viel Glück wünschen muss es klappen. Viel Erfolg! Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Viel, viel Erfolg für die Prüfung. Ihr schafft es. Das haben wir schon ganz andere geschafft. Ja, einfach alles erdenklich Gute. Fühlt euch gedrückt. Und mein Sohn, ich bin im Herzen bei dir. Ja, auf jeden Fall. Auch hier aus den Heiligen Musikhallen alles, alles Gute für die diesjährigen Abschlussklassen. Alles Liebe und Gute.